Lange genug hast du auf deine Freiheit verzichtet, aber jetzt hast auch du es endlich geschafft und hast dank Sidura deine MPU erfolgreich bestanden. Also worauf wartest du noch? Hol dir deinen Führerschein zurück mit Sidura. So, hallo Michael, schön, dass du heute zu uns gekommen bist, zu einer Erfolgsgeschichte, sodass du einfach mal über deine ganzen MPU-Erfahrungen sammeln kannst. Hast ja eine ziemlich lange Strecke auch vor dir. Wo kommst du genau her? Ja, ich komme aus der Nähe von Zwickau, Mülsen. Mhm. Das ist bei Chemnitz, wenn du das was sagst, ca. 530 Kilometer. 530, das ist mal ein riesengroßes Danke dafür, dass du diese Strecke ja in Kauf genommen hast, um jetzt mit uns über deine ganze Vergangenheit zu sprechen. Bist ja auch gestern angereist, ne? Ja, das heißt, ich bin gestern angereist und mach dann nachher wieder nach Hause. Ja, hast ein bisschen was von Düsseldorf mitgenommen, ne? Ja, sehr schön. Bist du in der Stadt gewesen? Nee, in der Stadt jetzt nicht, aber ich bin mal ein bisschen rumgelaufen hier bei der Arena hier vom Eishockey-Stadion und ist so sehr schön. Hast ein bisschen was auch mal von Düsseldorf gesehen, ne? Ja, warum wir heute sprechen, hast du ja bei uns die MPU-Beratung gemacht, hast ja auch deinen Führerschein jetzt endlich wieder zurückbekommen. Hast uns auch das Gutachten mitgebracht, das zeigen wir hier einmal an der Stelle. Hier sieht man ganz genau, wann du das Gutachten gemacht hast, bei der DEKRA in Zwickau und auch was passiert ist, was du für eine Auffälligkeit hattest. Auf der anderen Seite sehen wir auch, dass du die Vorbereitung hattest bei uns, bei der Sidura Consulting. Das können wir hier an der Stelle auch einmal kurz einblenden. Hier ist der verkehrspsychologische Befund, von wann bis wann die Vorbereitung gewesen war. Und natürlich die wichtige letzte Seite, wo im Grunde auch steht, dass die behördliche Fragestellung wie folgt beantwortet werden, dass im Grunde es nicht mehr zu erwarten ist, dass der Herr nicht nochmal ein Fahrzeug unter Alkoholeinfluss führen will. Also im Prinzip, dass es ein bestandenes Gutachten ist. So, erstmal danke, dass du es auch mitgebracht hast. Das legen wir jetzt wieder zur Seite. Ja, Michael, erzähl mal, was ist denn da bei dir damals passiert? In welchem Jahr ist was passiert? Ja, im Oktober 2018 bin ich auffällig geworden mit dem Fahrrad. Bin nur noch sehr starken Alkoholkonsum, also 2,15 Promille auf dem Auto aufgefahren. Und bin dann auch schwer verletzt worden. Bin ins Krankenhaus eingeliefert worden, habe dann erst im Nachhinein erfahren, dass wie hoch der Promillewert war und ja, dann hat der behördliche Gang seinen Lauf genommen. Das heißt, du bist quasi gefahren, ein anderes Fahrzeug hat vor dir gebremst und du hast nicht mehr reagiert, oder wie kann ich mir das vorstellen? Genau so. Ja, ist natürlich dann auch krass, gerade wenn man auch betrunken ist, abgelenkt ist. Ne? Und du hattest dann im Oktober 2018 die Auffälligkeit. Wann kam dann letztlich das Schreiben der Führerscheinstelle? Das Schreiben der Führerscheinstelle? Also erst kam ja normal die Schreiben von der Polizei, von der Staatsanwaltschaft. Und das Schreiben von der Führerscheinstelle, das kam Ende 2020. Und im Januar 2021 habe ich dann meinen Führerschein abgeben müssen. Das ist natürlich ein riesiger Zeitraum, ne? Hattest du irgendwie einen Anwalt was gemacht oder Einspruch eingelegt? Was war so dein Werdegang gewesen da? Ja, natürlich. Ich habe es wie die meisten vielleicht hier auch erstmal über einen Anwalt probiert. Kann ich vielleicht eine kleine Anekdote erzählen. Beim ersten Anwalt, wo ich war, war eine super Hilfe. Der hat gesagt, 2015 sind sie nicht ganz dicht, weil sie müssen zum Entzug. Also total Wahnsinn gewesen. Da bin ich dann auch nicht weiter hin. Hat der Nächste mir einen anderen empfohlen. Dann konnten wir auch eine Fristverlängerung. Also er hat eine Führerscheinstelle geschrieben mit einer Fristverlängerung. Das konnten wir alles hinkriegen, aber im Endeffekt um die MPU kommt man nicht rum. Also du hast dann quasi mit Anwälten diesen ganzen Entziehungsprozess dann gestreckt dadurch. Ne? Ja, aber wie ich jetzt im Nachhinein weiß, hätte ich mit der Abstinenz schon begonnen und wäre vielleicht eher bei euch gewesen, wäre es vielleicht eher schon zum Ergebnis gekommen. Ja, das ist natürlich das Intelligenteste, was man machen sollte, wenn man wirklich Scheiße gebaut hat, dass man sagt, hey, ich fange jetzt mit allem an. Wissen halt nicht die meisten. Du hast es damals auch nicht gewusst, sonst hättest du es wahrscheinlich auch anders gemacht. Aber dieses ganze Anwaltthema hat natürlich auch eine Menge gekostet. Hat es sich denn letztlich dann für dich irgendwie auch gelohnt? Du hattest ja dadurch trotzdem länger den Führerschein gehabt. Ne? Ja, ich habe im Januar 2021 meinen Führerschein dann abgeben müssen, wo die Führerscheinstelle mir
dann geschrieben hatte und habe es dann auch nicht weiter in die Länge gezogen, weil ich wollte nicht, dass das dann vielleicht irgendwie später mal noch negativ auf mich. Ich habe dann halt das MPU-Thema angegangen. Ja, ja. War das das erste Mal, dass du so eine MPU gemacht hast in deinem ganzen Leben? Nein, ich habe schon eine gemacht, aber die ist leider negativ verlaufen. Andere Vorbereitung gehabt. Aber für den gleichen Fall auch dann, ne? Den gleichen Fall, ja. Aber ich habe es nicht geschafft. Das heißt, du hattest das ja dann leider eine schlechte Erfahrung gemacht, ne? Ja. Und wie ging es dann weiter für dich? Also als du dann ja diesen Kahlschlag bekommen hast, was hast du dann gemacht? Hast du dann gesagt, ey, okay, ich stehe trotzdem wieder auf und gib wieder Gas? Oder hast du es erstmal schleifen lassen? Was waren deine Gedanken da gewesen? Nicht schleifen lassen nicht, aber ich war natürlich schon enttäuscht, muss ich sagen. Und habe mir aber dann auch gesagt, jetzt gerade die Vorbereitung, die ich hatte, war für mich nicht zielführend. Also ich hatte dann... Was heißt nicht zielführend? Was waren da so Themen? Also, zum Beispiel am Anfang sitzt man in so einer Gruppe drin und dann wird halt über Sachen gesprochen, da geht es aus der Vergangenheit und ist ja alles richtig, die wollten wir ja auch aufarbeiten. Mhm. Aber dieses eigentliche Thema, was wir dann hatten, es geht um Führerschein, das hatte ich dort irgendwie nicht gesehen. Es ging nur darum, irgendwie noch mehr Stunden zu kriegen. Und ich habe mich da irgendwie, ich bin auch mit einem unsicheren Gefühl dann, also zumindest nicht mit so einem Gefühl wie jetzt bei der bestandenen MBU, dahin gegangen und hat sich leider auch dann herausgestellt, dass es so war, abgehakt. Dann habe ich, jetzt wisst ihr ja bestimmt, wie ich auf euch gekommen bin, habe ich das im Internet gesehen, war ich natürlich auch erst skeptisch. Aber was heißt skeptisch, auf was bezogen? Genau. Ich habe das nicht gekannt, Sedura. Und ich habe von dir, ich glaube, dieses Video, was immer bei Facebook gleich als erstes kommt, dann habe ich das bei YouTube angeguckt, habe mir mehrere Sachen angeguckt, fand das relativ gut erklärt oder damals und habe mich dann entschieden, mal ein Erstgespräch zu machen. Hast du dir auch die Erfolgsgeschichten von anderen Teilnehmern angeschaut? Fast alle. Ja, das ist jetzt lustig, dass du selber auch hier sitzt. Ne? Ja, ja, aber so kommt es, also kommt es einfach im Leben. Ne? Genau. Und dann hast du quasi ja, bei uns das erste Gespräch gebucht gehabt. Ne? Ja, genau. Mit dem Oliver. Und ja, da sind wir den ganzen Fall nochmal durchgegangen, gerade mit diesen 6 Monaten. Und er hat mir dann auch, also wir haben nochmal Rücksprache gemacht und ich habe mich halt dann entschieden, hier diese Vorbereitung zu beginnen. Ja, war natürlich dann auch was komplett Neues, dieses ganze Online-Gedönse so gesehen, ne, für dich? Das war neu, aber im Nachhinein sehr einfach. Also gerade ich bin dreischichtig, gehe ich arbeiten. Ich musste damals zu meiner Vorbereitung immer so ca. 20 Kilometer, da musste mich immer jemand fahren und ja, ist nervig, hier die Klarheitssprechstunden, die ist auch mal Vormittag eine abends, was auch sehr wichtig ist. Und also ich habe mich richtig gut aufgehoben gefühlt, muss ich wirklich sagen. Ja, das ist halt der heutige Stand der Technik, so, ne? Man holt einfach das Handy raus und dann kann man die Vorbereitung beginnen, was halt im klassischen, ja, im klassischen Sinne so ist, dass auch viele tatsächlich, wie du es gerade gesagt hast, in die nächste Stadt fahren müssen und dann Bus- und Bahnverbindung teilweise schwierig oder schlecht, je nachdem, wo man aus Deutschland herkommt. Und das macht das Ganze einfach nicht erträglicher. Ja. Ja, ganz genau. Und als du dann bei uns im Programm richtig drin warst, was war so dein erster Eindruck gewesen von mir und Sedura allgemein? Wo ich im Programm drin war, ja, da habe ich ja erstmal die Zugänge alle bekommen, zu Facebook, zum Sedura-Training und dann habe ich dann erstmal alles abgearbeitet, muss ich sagen. Also ich hatte ja auch noch Zeit mit meiner Abstinenz, hatte ich ja noch Zeit und ein halbes Jahr nach der nicht erfolgreichen MBU. Und da wird ja am Anfang, glaube ich, nicht alles freigeschalten gleich. Da habe ich erstmal das Schritt für Schritt angeguckt. Ja, das ist vom System so, ja. Das hat mir wirklich viel gebracht und ich hatte ja auch immer mal ein paar Fragen und die wurden immer schnell beantwortet, muss ich wirklich sagen. Das hat mir echt gefallen. Und auch so, wenn ich was hatte, war jemand für mich da. Ja, 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 ganz genau. Man muss halt nur den Weg suchen, um mit uns zu sprechen, dann kriegt man das auch die Antworten. Schließt natürlich nicht aus, dass man selber sehr viel machen muss, aber ich war erstmal aufgehoben dort und ich wusste genau, was ich machen muss. Die Anträge, das wissen ja viele nicht. Ja, ja. Und wenn man bei einer Behörde
jetzt erfährt man es ja auch nicht so genau, wie man das machen muss, gerade mit diesem Neuantrag, dass der, den kann ich ja nicht gleich stellen. Beispielsweise jetzt 12 Monate Abstinenz kann ich ja nicht gleich den Neuantrag stellen. Ja, machen aber auch einige leider. Ne? Ja. Aber auch da gibt es immer noch Alternativmöglichkeiten. Aber ja, das machen tatsächlich viele, weil es gibt ja von den Führerscheinstellen, die beraten dich ja selber gar nicht. Die haben ja gar nicht die Tätigkeit, andere Menschen zu beraten, sondern die verwalten im Grunde das Ganze. Gut, das heißt, das ganze Programm war für dich auch dann so im Prinzip einfach verständlich gewesen. Das war für mich sehr verständlich, wirklich. Ja, ganz genau. Hattest du auch Gedanken gespielt, nach dem ersten schlechten Anlauf einfach auch ohne Vorbereitung zur MPU zu gehen? Oder war das für dich gar keine Option? War gar keine Option. Warum? Weil ich das nicht schaffe. Mhm. Also ich kenne ja die Fragen von dem Psychologen und das schafft man nicht. Ich habe jetzt einen Bekannten, der hat das so gemacht. Also ohne Vorbereitung? Ohne Vorbereitung, ohne Abstinenz. Ergebnis brauche ich, glaube ich, nicht sagen. Also einfach mal rein dahin. Ja. Das machen viele Menschen tatsächlich so. Ja, aber das ist auf alle Fälle nicht der Weg. Und dann auch mit dieser Schablone, das bringt auch nichts. Ich habe es mit vielen Freunden gemacht. Mhm. Übrigens nochmal vielen Dank an alle, die mir da geholfen haben. Und die haben auch gesagt, das wird bei dem, weil ich da auch am Anfang wie so ein Roboter geredet habe. Mhm. Ja, und das mehr oder weniger auswendig gelernt habe. Aber beim Psychologen kam es echt gut rüber. Da habe ich mich dann irgendwie auch lockerer gefühlt, als wie. Ich habe das richtig, wie du schon immer sagtest, verinnerlicht. Ja, ja, ganz genau. Also die Schablone ist natürlich die Aufarbeitung deiner einfachen persönlichen Hintergründe, ne? Ja. Die wir natürlich so anfertigen, dass und jeder Teilnehmer einfach weiß, was abgeht. So. Ja. Und ich habe es ja schon mal spaßenshalber gesagt, ich habe ja gedacht, ihr habt die Schablone eventuell zum Psychologen geschickt. Da hat er exakt die gleichen Fragen gestellt mir. Ja, ja. Also das war schon relativ viel Glück auch. Ja, ja. Ja, ist natürlich sehr verschieden. Also die einen Gutachter stellen immer genau nach gemäß Katalog, andere stellen Zwischenfragen, andere stellen ganz anders formulierte Fragen, aber im Grunde ist der Kern immer dasselbe. Man muss natürlich über sich Bescheid wissen, über die Vergangenheit, warum ist das alles passiert, genau. Wie stehe ich heute zu den Ganzen, wie gehe ich in der Zukunft mit ähnlichen Problemen um, und dann ist jeder ja bestens vorbereitet. Und dann ist es nur noch die letzte Station, dass man das auch so beim Psychologen kommunizieren kann. Ja. So, und dann hat man da auch im Grunde keine Schwierigkeiten, aber... Ja, es kommt auch immer auf den Psychologen an, denke ich, und es ist wie bei der Führerscheinstelle. Da kommt es vielleicht auch auf den Sachbearbeiter an, aber nicht mal das. Ich hatte zum Beispiel, wo ich meine MPU bestanden habe, habe ich das ja bei Facebook reingepostet. Mhm. Und da habe ich eine Nachricht bekommen von einer Teilnehmerin von euch, die auch in Zwickau ist. Und die war wohl bei der gleichen Sachbearbeiterin bei mir und die hat bis jetzt... durch einen Anwalt noch nicht mal die Akte, obwohl es die gleiche Sachbearbeiterin ist, also wahrscheinlich manchmal so verschieden. Mhm. Ja, also die Sachbearbeiter sind natürlich auch immer nach den Namen zuständig, alphabetisch gesehen. Wenn ihr jetzt wirklich den gleichen Sachbearbeiter hat oder Sachbearbeiterin, muss man natürlich herausfinden, was da jetzt los ist. Aber da gab es schon in der Vergangenheit sehr, sehr viel Mist, der einfach passiert ist, gerade bei den Führerscheinstellen, diese Machtposition, dass sie da... Das ging bei mir wirklich... sehr schnell, auch wo ich dann die Fristverlängerung gemacht habe, die hatte ich ja bis Mai beantragt, die Fristverlängerung, und sie hat mir gleich bis August gegeben. Ja, das ist schon mal sehr, sehr... Da muss ich wirklich sagen, aber dann, wo ich natürlich mein Gutachten abgegeben habe oder wollte es abgeben, ich wollte es ja persönlich abgeben, dass es schnell geht, keiner erreichbar, und dafür wahrscheinlich die Frau nicht erreichbar, dann gehe ich zu der Führerscheinstelle hin, haben Sie einen Termin? Habe ich gesagt, gute Frau, ich habe 100 Mal angerufen, Sie können nur mit Termin. Und dann hat es gerade so genommen, und 2 Tage später hat meine Sachbearbeiterin mich angerufen, dass alles okay ist und ich meinen Führerschein abholen kann. Ja, das ist immer super. Allein, dass sie das so gemacht hat, da musst du mal, weiß ich, eine Packung Merci oder so mal hinschicken. Also wirklich, du hast es ja auch durch andere Teilnehmer schon gesehen. Also es gibt Sachbearbeiter, die stellen dir so viele Steine in den Weg oder ordnen dir beispielsweise erstmal ein fachärztliches Gutachten an mit Werten, mit denen du dieses Gutachten gar nicht bestehen kannst, und danach gehst du dann zur MPU. Das heißt, manche wissen es und drücken da noch richtig auf die Wunde. So, es ist teilweise richtig krass, was da abgeht, aber da kann man als einfacher Bürger nicht viel machen gegen. Ne? Ich verstehe nicht, warum es da keine einheitliche Regelung gibt, dass jedes Bundesland, jede Führerscheinstelle das regeln kann, wie sie will. Ein Sachbearbeiter hat so viel Macht, das gibt es gar nicht. Also mehr wie Polizei und Staatsanwalt schon, wenn er sagt, du gefällst mir nicht. Oder. Ja. Das ist halt das Problem. Ne? Also sie werden halt nicht so permanent überwacht wie jetzt MPU-Stellen beispielsweise, ne? Oder auch die Polizei selber vom Staat. Ne? Gut, ist natürlich ziemlich blöd, aber da hast du noch mal Glück gehabt, dass du einfach
ja nicht diese Steine im Weg hattest, nee, weil sonst wäre das noch alles, gerade auch wenn die Fristverlängerung nicht verlängern, sagen, nur das haben wir noch nie gemacht, das ist das erste Mal, dass ich sowas sehe, weißt du, im gleichen Haus, ein Büro weiter, die Sachbearbeiterin sagt, ja klar, kann ich machen, gerne, kann ihm noch ein bisschen mehr sogar geben, das ist halt so extrem unterschiedlich, ne? Michael, was hat dir denn bei der Vorbereitung von Sedura am meisten gefallen? Am meisten natürlich, dass ich meine Zeit besser planen konnte. Dadurch, dass die Klarheitssprechstunden jetzt zweimal in der Woche waren. Am Anfang waren sie, glaube ich, nur einmal in der Woche. Ich glaube, ja, jetzt sind sie fünfmal in der Woche tatsächlich. Ja. Und das dann, dass meine Fragen bei Facebook innerhalb von, ich glaube, das längste war mal 3 Stunden beantwortet worden sind. Das hat mir richtig gut gefallen. Die Abschlusssimulation war genauso wie meine MBU dann letztendlich. Hattest du eine gebucht oder mehrere? Warum? Eine, ne? Die bei der Isabel. Hat sie direkt bestanden? Ja. Ja, das hat gesagt, sehr gute Autorität und sehr gute Performance und war eine zweite nicht nötig. Dann mit welchem Gefühl bist du dann selber auch zur MBU dann hingegangen? Also bei diesem Anlauf nach Sedura? Wie hast du dich innerlich gefühlt? Aufgeregt. Aufgeregt, ja, das ist vollkommen natürlich. Natürlich aufgeregt, aber da muss ich wiederum sagen, die Dekra in Zwickau hat mir eigentlich die Aufregung auch genommen. Mhm. Also das, ich kann es nur empfehlen. Erst bin ich in das Wartezimmer reingekommen und dann wurde halt, musste ich bezahlen. Dann ging es auch schon los mit diesem Fragebogen. Und dann kam auch schon das Arztgespräch. Sie hat mal Blut genommen und Blutdruck und hat es auch bestätigt mit dem Aufgeregt. Mein Blutdruck war relativ hoch. Mhm. Und ja, dann zurück wieder ins Wartezimmer und dann kam auch schon das psychologische Gespräch. Muss ich sagen, einen jungen Mann hatte ich. Mhm. Muss ich wirklich sagen, sehr freundlich, hat mitgeschrieben, hat die Fragen fast so gestellt wie in der Schablone. Also konnte ich 1:1 beantworten. Ich habe mich auch nicht einmal verhaspelt. Und ja, das Gespräch ging 45 Minuten. 45 Minuten ist schon was, ne? Ja, ja. 45 Minuten und hat aber jetzt auch hat nicht versucht, mich irgendwie reinzulegen oder wie sie manchmal sagen, trinken Sie noch ein Gläschen oder irgend sowas. Sowas kam gar nicht vor. Hat halt das nochmal aufgearbeitet. Das konnte ich aber durch meine Schablone gut beantworten. Und am Ende hat er gesagt, er sieht überhaupt keinen Grund mehr, kein positives Ergebnis zu geben. Und da geht man dann halt raus. Dann habe ich den Reaktionstest noch gemacht. Der war ganz einfach, also Dekra Zwickau. Da musste ich nur mit Pfeilen rechts, links, nichts mit Gehör oder mit Füßen hier. Also war das der Test, wo quasi auf dem Monitor so ein Pfeil auf und musst ihn nachdrücken? Genau. Ja, Wahnsinn, dass es die noch gibt. Ja, ja, das war. Und da kam er noch kurz raus, hat das Ergebnis abgewartet, hat gesagt, alles gut. In spätestens 15 Werktagen muss das Gutachten da sein bei denen. War das auch in den 15 Tagen, dann ist das dann angekommen? Nicht ganz, ich hatte ein leichtes Problem mit meiner Abstinenz. Ach, die Behörden TÜV Süd und da hatte ich meine letzte Abstinenzkontrolle war nicht da, obwohl ich die 2 oder 3 Wochen vorher gemacht hat, da war der Arzt im Urlaub oder ich wieder vertröstet, wieder im Urlaub. Und dann habe ich gesagt, ich brauche das aber jetzt und kam einfach nicht. Den Abschlussbericht meinst du? Ja, und dann bin ich halt ohne Abstinenz zur MBU hin und er hatte mir dann noch so eine Befundsnachmeldung oder sowas gegeben und dann habe ich das nachgeschickt und 2 Tage später war das Gutachten da. Ja, perfekt. Ja, man kann es natürlich nachreichen, so Dokumente. Ne? Also Vorbereitung, das Teilnahmezertifikat. Das habe ich ja auch in der Facebook-Gruppe, kannst du dich vielleicht erinnern, gefragt und ja. Hast du ja gleich. Bei der Wolfen ist auch ein bisschen anders. Jetzt gehe ich ohne Abstinenz dahin. Wobei der Gutachter wirklich gesagt hat, die Abstinenz ist gar nicht entscheidend. So wie Sie das rübergebracht haben, hat er wirklich mir gesagt, ist das für mich ausreichend. Ja. Das Gespräch ist natürlich immer entscheidend. So. Das ist halt das, was viele einfach nicht verstehen wollen. Wo immer sagen, ja, man muss 12 Monate haben beispielsweise. Aber es ist nicht immer ausschlaggebend. Du kannst eine Abstinenz ohne oder MPU ohne Abstinenz bestehen. Es kommt natürlich auf den Fall an, auf die Aktenlage. Du kannst auch mit einer kurzen Abstinenz oder mit einer jährigen Abstinenz das schaffen. Aber man kann nicht sagen, pauschal alle brauchen jetzt ein ganzes Jahr. Es gibt sehr, sehr viele Faktoren, die immer dafür oder dagegen sprechen. Und da muss man entsprechend entscheiden, was am meisten Sinn auch bei einer betroffenen Person. Ne? Gut, dann heißt, du hast ein super Feedback bekommen und bist du dann wahrscheinlich auch glücklich gewesen an diesem Tag erstmal und erleichtert. Ne? Ja. Und als das Gutachten gekommen ist, hast du es abgegeben, das hast du ja schon gesagt. Wie fühlst du dich jetzt, nachdem das ganze Thema endlich vorbei ist und du deinen Führerschein wieder hast? Sehr glücklich. Also, ja. Ich
hatte ja auch nach der ersten MBU schon irgendwie fast den Glaube verloren, aber ich habe gedacht, es muss weitergehen, kann ja nicht immer irgendjemand fragen. Ich, wie gesagt, nochmal herzliches Dankeschön an alle, die mich gefahren haben, aber es ist schon jetzt viel besser, unabhängig zu sein. Also diese Woche geht es auch los mit Autosuchen jetzt. Mhm. Das wird diese Woche in Angriff genommen und so schnell wie möglich möchte ich jetzt auch mein eigenes Auto haben und dann geht es wieder los. Ins normale Leben zurück. Ja, ne? Ja, ganz genau. Hatten wir ja vorhin schon im Vorgespräch gehabt, du hast ja auch schon ziemlich viel finanziell jetzt für dieses ganze Thema auch investiert oder ja, man kann sagen investiert, teilweise verbrannt. Was hast du für eine Summe ungefähr ausgegeben, bis du jetzt quasi hier bist und einen Führerschein in der Tasche wieder hast? Du circa 15.000 Euro. 15.000 Euro, das ist natürlich ein wahnsinniger, riesiger Zatzen. Wie kam das denn zustande? Auch die Unfallgebühren, musstest du den Unfall zahlen? Ich musste die Unfallgebühren von der, wo ich drauf gefahren bin, bezahlen, weil bei Alkohol die Versicherung nicht zahlt, dann ihre Anwaltsgebühren, meine zwei Anwaltsgebühren, die erste MBU, die Abstinenz von der MBU, zweite MBU, die zweite Abstinenz, zwei Vorbereitungen etc. etc. Dann also kommt man auf so eine Summe, dass ich im Nachhinein hätte viel verkürzen können. Ja, natürlich. Also 15.000 ist natürlich eine riesige Summe. Angenommen, das würde jetzt nochmal passieren und wir könnten zurückspringen. Was würdest du denn dann als erstes machen? Also beispielsweise gestern war die Auffälligkeit gewesen und heute ist jetzt der Tag, wo du wieder zu dir gekommen bist. Was würdest du denn jetzt machen mit dem Wissen von heute? Natürlich würde ich zu euch kommen. Das kann ich auch nur jedem empfehlen, auch wenn es viel Geld ist. Also für mich war es erstmal viel Geld, wo es dann losging, aber es ist natürlich auch, was du ja auch in deinen Videos erklärst, es ist ja nicht wie bei anderen MBUs, dass nach 6 oder 8 Stunden das beendet ist. Bei euch geht ja der Vertrag über 2 Jahre. Also wenn man die MBU doch mal verkackt, geht das ja trotzdem weiter. Und dann kommen ja nicht nochmal zusätzliche Kosten auf einen zu. Das sehen viele vielleicht auch nicht. Ja, das muss man auch im Auge halten. Also ich habe das auch mal hochgerechnet. Das sind 84 Sprechstunden, die man in den 2 Jahren theoretisch mitnehmen kann, wenn man möchte natürlich. Ja. Das heißt, du würdest zu uns kommen und hättest dann auch sofort mit der Abstinenz angefangen. Ne? Natürlich, man lernt ja. Du hattest ja damals im Oktober 2018 die Auffälligkeit. Wann kam denn das erste Schreiben, weißt du das noch, von der Führerscheinstelle? Von der Führerscheinstelle? Das kam, glaube ich, 2020. Also auch über ein ganzes Jahr, ne? Ja, okay, das hat ziemlich lange nicht, das gedauert bei euch. Nicht. 2020, anderthalbes Jahr fast oder sogar 2. Ich weiß es aber jetzt nicht ganz genau. Gestreckt gehabt, ne? Das ist, ja, wir haben es mit einem Anwalt, mit einem Rechtsanwalt dann nochmal die Fahrerlaubnis gestreckt. Aber ja, ich meine, es ist jetzt natürlich schwierig, weil optimalerweise wärst du zu uns gegangen, hättest eine Abstinenz gemacht und wenn es jetzt bei euch 6 bis 8 Monate dauert, bis dieses Schreiben kommt, dann wärst du mit deiner Abstinenz fertig, hättest der Führerscheinstelle sagen können, hey, ich mache mein MPU da, würdest du hingehen, hättest du bestanden und hättest jetzt deutlich weniger bezahlt, weniger Zeit investiert und weniger Nerven. Ne? So, das wäre der ideale Verlauf einfach jetzt gewesen. Jetzt weiß ich das. Jetzt weißt du das. Ne? Was hast du jetzt aus der ganzen Sache trotzdem gelernt, Michael? Ja, natürlich. Ich will mich jetzt an die Verkehrsregeln halten. Man muss einfach, ich kann es einfach mal sagen, ich bin jetzt hergefahren zum Beispiel. Mhm. Die lange Strecke nach langer Zeit ohne Führerschein. Ich fahre jetzt einfach auch nicht mehr zu schnell, was ich früher gemacht habe. Mhm. Einfach mehr Zeit investieren und natürlich mit der Alkoholgeschichte darauf verzichten, wenn man ein Fahrzeug nimmt. Das kann ich auch nur jedem empfehlen. Ja. Weil es bringt nur Ärger und viel Zeit, viel Geld. Ja, viel Nerven. Viel Nerven. Ich weiß nicht, du weißt das sicherlich besser, wie viele Kunden es bei euch bestimmt auch nicht schaffen, die aber die Einstellung einfach nicht haben. Und das ist echt schwierig. Und dann braucht man auch einen guten Freundeskreis, der zu einem hält, eine gute Familie. Ja, auf jeden Fall. Wenn das nicht funktioniert, denke ich, ist es sehr schwer. Ja, es ist natürlich, du brauchst natürlich viele Sachen. Und du musst, wichtigste Sache ist generell einfach, dass du als Mensch Sachen auch umsetzt. Also bei uns im Programm, es gibt Leute, die sind Kunden geworden, sind Teilnehmer geworden und haben sich nie gemeldet. Und schreiben dann irgendwann ja das und ich habe morgen mein MPU, kann ich das Zertifikat haben. So, wir können das ja im System gucken, wie der Fortschritt und so, was sie sich angeschaut haben. Und da ist einfach nichts so. Also man muss im Prinzip wirklich sagen, hey, ich setze mich jetzt in meiner Freizeit hin, ich opfere, ich reiße mir wirklich den Arsch dafür auf, weil ich das wirklich will. Weißt, aber es gibt Leute, die sagen, ja, ich hätte gerne Lappen, so mal gucken, was passiert. So, mit so einer Einstellung kannst du einfach im Leben nichts dazu gewinnen. Weißt du? Und das ist wirklich das. Das ist etwas, was über jetzt aktuell 1700
Teilnehmer, die wir zeitgleich betreuen, einfach so gesehen haben. So, dass, es gibt die einen Menschen, die sind unaufhaltbar, ne? Die können zweimal auf die Schnauze fliegen, stehen immer wieder auf, geben so lange Gas, bis sie es geschafft haben. Und dann gibt es die anderen, die bleiben immer an der gleichen Stelle stehen. Die wollen es zwar, aber die haben halt keinen Antrieb. Wie so eine Rakete, die richtig gut ist, richtig gute Technologie hat, von Elon Musk beispielsweise, gutes Beispiel, kann ja noch so geil sein, aber wenn da kein Antrieb drin ist, dann bleibt das Ding immer stehen und es wird niemals in den Weltraum reingefeuert und wird irgendwas Technologisches also, da erschaffen. Also da muss ich wirklich sagen, sind auch die Videos, kann ich auch nur allen empfehlen, sehr hilfreich. Ich habe die auch alle mir wirklich angeguckt, also alles, was mich betrifft, THC jetzt nicht, aber sonst habe ich mir alle Videos angeguckt und dann auch noch durch Freunde habe ich noch ein paar andere Lernmöglichkeiten, also wir haben alles ausgereizt und das hat positiv funktioniert. So sollte das auch sein, einfach mit dieser Disziplin das Ganze angehen. Ne? Ja. Wir haben die Fingerwege dann bei diesem Abschreiben, ich habe es aber gemacht und Du weißt, warum du es gemacht hast, ne? Ja, ganz genau. Cool, Michael, erstmal vielen Dank dafür, dass du heute da warst. Wen würdest du jetzt, gerade für die Menschen, die sich das Video anschauen, so wie du damals es auch angeschaut hast, wen würdest du denn das ganze Sedura-Programm empfehlen und vor allem auch warum? Also ich kann es nur empfehlen, weil wenn man nicht viel Zeit hat, oder ich kann einfach nur allen sagen, diese Dura hier ist eine Online und diese Online-Geschichte ist einfach viel, wie soll ich sagen, angenehmer. Ich finde es einfach auch von der Zeit her. Einfach von der Zeit. Und ich muss sagen, kompetente Leute, das auf alle Fälle, sehr kompetente Leute. Wenn man eine Frage hat, wird die sofort beantwortet. Bei einer anderen Vorbereitung ruft man an, niemand da, krank. Hier sind mehrere Leute. Ich konnte mir vorhin die Räumlichkeiten angucken. Also ich denke, wenn da mal jemand krank ist, dann springt sofort der Nächste ein. Also ja, es gibt da nicht, dass mal zwei Wochen zu ist. Und wenn sein Führerschein was wert ist, das sollte ja hergehen, kann ich nur sagen. Und investieren, wenn man Scheiße gebaut hat, sag ich mal, dann kostet es Geld. Und das kann man nur verhindern, indem man keine Scheiße baut. Ansonsten kostet es Geld. Ja, definitiv. Vielen, vielen Dank, Michael, dass du heute da warst und dass wir einfach mal ganz offen über deine ganze Vergangenheit gesprochen haben, über deine Höhen und Tiefen, gerade in diesem MPU-Thema. Vielen, vielen Dank dafür. Und wenn du als Zuschauer dir das gerade auch angeschaut hast und auch das MPU-Problem hast, dann kannst du dich gerne bei mir zu einem kostenlosen Erstgespräch eintragen. Kannst einfach auf www.sedura.de gehen, dich dort einmal für ein kostenloses Erstgespräch eintragen und danach rufen wir dich am Telefon zurück und dann vereinbaren wir am Telefon einen Termin für das kostenlose MPU-Beratungsgespräch. Das ist eine Videotelefonie, das heißt, du musst dafür nicht extra zu uns kommen, kannst das von zu Hause aus machen, nach Feierabend, ist super, super smart und dort werden wir dir all deine Fragen beantworten und wir werden dir auch genau sagen, wann du ungefähr deinen Führerschein auch wieder zurückkommst, damit du dein ganzes Leben und deine ganze Zukunft wieder richtig planen kannst. Also besuch einfach www.sedura.de. Meisten hat mir definitiv gefallen, dass die Kurse online sind, dass ich sie von zu Hause aus machen kann und kein Zeitdruck dahinter ist und ich auch sehr gut beraten wurde von Anfang bis Ende, ne? Also komplett auf die Prüfung vorbereitet wurde und